getreten. Es war ultra lustig. Jetzt spinnt mein Twitch auf dem Tab. No! No! But why? Okay, ich will einmal ganz kurz gucken, ob der immer noch meine Grafikeinstellung drin hat. Qualität. Das passt alles. Bild. Anzeige. Genau, FPS-Limit habe ich auf 60 gestellt. Dort passt. Ich werde ohne Gamepad spielen. Einfach so. Audio und Sprache wird dann auch passen. Gesprochene Sprache Englisch. Geschriebene Texte Deutsch. Voice. Was dachte mir? Zäpfchen? Was? Hä? Was? Hä? Wie, was? Zäpfchen? Was für Zäpfchen? Hä? Wow. Ah! Erklär mir das gleich mal. Ich starte mal die Kampagne. Übrigens, da es ein Blind ist, werde ich in den... Mach mich mal nicht zum Affen. Der Name des Gebäudes. Ach so, nein. Gedächtnis wie ein Goldfisch. Wenn es mal für einen Goldfisch ausreicht. Nein, es heißt nicht Zäpfchen. Es heißt... Wollt ihr es wissen? Es heißt... wenn man es übersetzen würde, saure Gurke. Nein, saure Gurke. Wie so eine eingelegte Gurke. Kein Scheiß. Man nennt das Pickles. Close enough, ja. Also, Info, wenn eine Cutscene läuft, werde ich nicht sagen. Das heißt, ich werde zwar lesen, was im Chat ist, aber, also, soweit ich das normalerweise eh tue, also nicht. Aber ich werde erst nach den Cutscenes darauf antworten. Starten wir. Ich habe... neues Spiel. Einzelspiel. Wir spielen auf normal. Dauerhafter Todmodus. Iron Man? Nein. Aber wir machen ihn mal an. Ich finde, das hat so den Reiz ausgemacht. Ich werde es anmachen. Das wird übel, glaube ich. Kann man das Hinweis hat keine Auswirkungen im Multiplayer-Modus. Dauerhafter Tod kann erst aktiviert werden, nachdem die Mission Melde mich zum Dienst abgeschlossen wurde. Okay. Bestätigen. Ich hab Bock. Ich hab richtig Bock. London. What a town. History around every corner and a tourist photographing it. Pubs serving up a pint and a smile. All that music, theatre and art. And multiculturalism. And the world's oldest underground. The Tube. The class of cities, really. Top shelf stuff. Only took 12,000 years to build it up and one night to tear it all down. Was ist von der Lautstärke? What's our status? Perimeter security's down, but plenty of your flying friends about. Fucking hell. Dalton, no time to waste. Yes, ma'am.
Ubisoft präsentiert. Ich hab's gerade schon gesehen, ich hab's ausgemacht. I'm in. Any idea what we're up against, Bagley? If you haven't brushed off, I might. Ever consider leaving these security threats to the authorities? That's rich, Bagley. The government would sooner arrest us for trying to help than actually do something useful. We'll have to sort this one on our own. Carefully, Dalton. Bagley, are you detecting a little worry in Sabine's voice? Brilliant. Asking the computer about feelings. This explains so much. Shut it, you two, and get to work. There she is. So, ganz kurz. Ich muss das einmal nur ganz kurz einstellen, dass die, dass der FPS-Zähler wieder hier drüben ist, dass der einfach unter mir ist. Blub, blub, blub. So. Okay. Das ist der gute Dalton. Steuerung. Steuerung, Steuerung, Steuerung. Das ist der gute Dalton. Dalton ist anscheinend ein... Wett, wett, wett. Steuerung. Achso, okay. Das ist einfach nur, dass ich mich da ran dingsen kann. Okay. Hurt you more than it hurt me. Sehr schön. Einmal öffnen. Do us a favor and keep it quiet, Dalton. If they don't shoot me, I won't shoot them. How's that? Wenn sie mich nicht erschießen, dann erschieße ich sie auch nicht. Okay, das ist einfach wieder nur so. Ich schleiche mich einfach mal hier so lang. So schwer wird das am Anfang nicht sein, ne? Das sieht schon geil aus. Okay. Da hinten. Okay, nice. Ah, okay, das sind einfach nur Fallen. Das heißt, wenn da einer reinläuft, außer mir, du machst wahrscheinlich Kaboom. Hast du eigentlich G-Sync oder FreeSync? Nee, nicht Gamepad. Das ist eine gute Frage. Ich habe V-Sync aus. Ich habe keine Ahnung. Kann ich das irgendwo sehen? Boah, Basti, du fragst mich immer Sachen. Sowas habe ich doch keine Ahnung. Bei V-Sync hast du drei Einstellungen gehabt. Ja, ich habe V-Sync aktuell aus. Ich könnte entweder normal oder gering machen. Bildfrequenz des Spiels entspricht der Bildwiederholrate des Monitors. Bildfrequenz des Spiels entspricht der Hälfte der Bildwiederholrate des Monitors. Ich glaube, normal würde dann Sinn machen, oder? Weil es läuft ja nichts außer dem Spiel. Richtig? Okay. Anwenden.
Oh Gott, okay, das war dumm. Das war dumm. Ich habe die Falle gemacht, als der Böse noch nicht ganz tot war. Ach komm, wie dumm bin ich denn? Kann ich hier eigentlich direkt schon sterben? Entsperren. They've got loads of dead set gear down here. Now why do you suppose that is? What? How did they get their hands on it? I don't know. But someone wants to make it look like dead set was here. Shit. You need to proceed with extreme caution, Dalton. Nö, bisher läuft gut. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das komisch. Nothing identifying. I suspect that's by design. Aber ihr hattet Screen Tearing, das, nee. Also für mich macht das gerade, ehrlich gesagt, gar keinen Unterschied, ob das an ist oder nicht. Aber dann lasse ich das nämlich einfach so. Das ist ja das Schöne, am Anfang kann man ja immer noch schön alles einstellen. So. Fuck me. The entire place is rigged to blow. Jesus, those canisters. Bagley, is that... RDX nitrogen. Enough to level Parliament. Can you locate a detonator, Bagley? Not exactly, but there's a device streaming a fuckload of encrypted data from the floor above you. Yeah, that fits the bill. On my way. Oh nee, das ist mir zu nah, das ist mir zu nah. Mist, der geht ja nicht ran, oder? Mist. Boah, ich hab voll Schiss, dass das hier einfach alles in die Luft gejagt wird. Der ist da hinten. Ah ja, weil ich so gut im Sneaky sein bin. Holy shit. Aber bisher geht's noch. Bisher geht's noch. Stage dead set propaganda all around the bombs. These pricks are gonna blow up Parliament and hang it on us. Not if you get to that detonator first. Oh, ich liebe diesen britischen Akzent, ne? Ich liebe ihn einfach. Okay, also wir müssen als erstes zu diesem Detonator. Abgeschlossen. Jetzt nicht mehr. Aber das ist auch so typisch britisch, dass er einfach in einem Anzug rumrennt, ne? Right in the House of Commons. Whoever these men in black are, they've got brass bollocks to set up in the center of government. Okay. Also, wir kommen im Unterhaus. Wir müssen den Zünder deaktivieren. Eine Falle. Ich aktiviere erstmal alle Fallen. Nee, noch nicht. Ich finde, das ist eine gute Idee. Solange er nicht im Schlips-Syndrom leidet, er bloß nicht. Reh und so, WB Katzi. Ah, Dalton, der ist cool. Verrat's doch nicht. Ich habe ihn gerade Schlipsträger genannt. I found the detonator. And it's definitely live. Bagley, I'm gonna need some help with this.
Yes, you are, but sadly, I'm locked out. Fuck. Well, we don't have a chance without Bagley. Wait, I might know a workaround. We trained in manual overrides at MI5. You're full of surprises. Be quick about it. Lieutenant Roll, was? All right, Bagley, do your thing. I'm in. And the bombs have just armed themselves. Well, that may complicate matters. For fuck's sake. Can you defuse them or not? Of course I can, but I might also trip another failsafe and vaporize you. Nice. So fair warning. Expect this to draw some attention your way, Dalton. Oh, I'm counting on it. Pretty good. Company at our back door. Ich finde es nice. How long is this going to take, Bagley? Ich finde es ziemlich cool. All right, everyone. Faces on, guns out. It's about to get real. Fuck. Gut, dass ich die Fallen aktiviert habe. They're on me. I'll try and hold them off. Oh, er hätte sich wenigstens eine coole Maske nehmen können. Oh, bitte. Let's have a look around. Ah! Get off me! Eyes open! Weapons Bagley, update! Let's just say I'm both impressed and annoyed by how sophisticated this anti-tamper security is. Still working! Bagley, tell me you're close. I'm through security. Now wading through terabytes of decoy code looking for the detonation sequence. Okay, der ist erledigt. Was, Bomben werden entschärft? No. Überlebe den Hinterhalt, ja, das mache ich bisher, glaube ich, ganz gut. Problem, Dalton. I need your physical appendages now. Ja, ich mache ja schon. Ich mache ja schon. Nicht jeder hat ein Krönchen, ja, schon klar. Schon klar. Ah, trotzdem, die ist voll hässlich. Ich liebe diese KI. No, I'm fucking not. This gets me blown up. Strengt sich an. Bombs defused. See, that wasn't so bad, was it? Schön das Braunzeichen im Auge. You're gonna give me a bloody heart attack then. Whoa, what the fuck am I looking at? It appears Parliament is not the only target. More bombs are going live as we speak. On screen, Bagley. Fucking hell, we need to get the word out. Those sites need to be evacuated. They're spread out all over London. There isn't any time. But my sister's at the town conference. Ich liebe ihn. Ich liebe we ihn. Have to do something. I picked up a transmitter on the roof that is sending out a signal to the other bomb sites. If you can reach it... I can shut it all down. Er ist so britisch, ja. Er ist einfach nur britisch. So geil. Fuck. Dalton, we're breached. So go, the roof. Puh. Sabine, what's going on? We're being raided. It's a bloodbath. A protocol is to wipe everything, including Bagley. I need him for the transmitter. I know. But if they get him, they get everything. Names, ops, locations. Okay. I'll do it the old-fashioned way. Wipe him. Yes, wipe me. Do it, Sabine, me. And get the hell out of there. Fuck. Ada. Okay. Bagley's down. You're on your own. Dalton, this goes. It won't. I'll see you at the rally point. I promise. Good luck.
Okay. Okay, das ist ein Tick anders, als so wie ich es gewohnt bin, Charakterrad zu öffnen. Ah, okay. Nahkampf, Waffe. Ja, ich mag die Pistole ganz gerne. Wow, hey. Lol. Warte, warte, warte. Pause ist zu Ende. Jo. Zeig dich. Bam. Ah, das war die Falle, okay. Gar nicht mitbekommen. Was habe ich veröffentlicht bisher, G-Man? Das kann ich dir nicht sagen. Okay, okay. Nee, auf normal. Aber mit Permadeath. Tutorial. Also nicht viel. Wir sind gerade dabei, Bomben zu entschärfen. Ein Permanent-Tod. Das heißt, wenn mein Charakter stirbt, dann bleibt der tot. Exactly. To save the world. You do know Londoners have died before. The plague, the great fire, the blitz. It's not much fun, but destruction is always the cure, and it begins today. Zero day. Also kein respawn. It's time for a hard reset. Oh my god. Oh no. Mein britischer Spion. No! No! Fies. Der erste. Authorities are asking residents to remain in their homes as the situation continues to develop. We have received no official casualty total, but it is expected. Mourners gathered for a series of candlelight vigils that brought closure to thousands of families and indeed to an entire city. London is now laser-focused. Downing Street, where Nigel Cass, CEO of private military company Albion, received a mandate to secure London. Cass has vowed to hunt down DedSec. Terrorist responses. Albion used cutting-edge artificial intelligence systems and autonomous drones to capture the remaining members of DedSec. A stark warning to would-be insurgents. Corporations are posting record profits due to increased efficiencies in production and distribution, enabled by the use of technologies initially developed and approved for security purposes. Long overdue cleanup as crime numbers take a dive. Illegal gambling, drug trafficking and prostitution all down following prosecutions of the leaders of four of London's five largest criminal syndicates. The streets of Camden and Brixton. As Albion's mandate is extended indefinitely by the government, life finally begins to return to normal. Curfews and travel restrictions have been lifted in all boroughs, thanks to the deployment. Reports of rioting in Trafalgar Square have been greatly exaggerated, possibly by foreign meddlers pushing a false narrative through social media. Albion is in complete control.
proliferation of fake news, conspiracy theories persisting in dark corners of the internet, that terrorist group DedSec were framed for the bombings, have been roundly rejected. Our own reporters could not find a single Londoner willing to expound those theories on